Also wir befinden uns hier im Majakowski-Ring, so richtig mittendrin. Die Pankower sagen dazu Städtchen. Das war das Städtchen, was nicht zugänglich war für die Pankower, weil da gab es einen Schlagbaum vorne in der Osjetski-Straße. Und die Osjetski-Straße selber war Protokollstraße. Da standen dann die Leute und haben mit Fähnchen gewunken, wenn eine der Größen vorbeigefahren ist. Die sind sozusagen ins Städtchen gefahren. Und bevor dann die Politiker der DDR nach Wandlitz gezogen sind, haben sie alle hier gewohnt. Also Rothewohl, Pieck, Ulbricht, Honecker, die haben alle hier ihre Häuschen gehabt. Und die wohnten aber zur Miete. Mhm. Ja? Die sind alle im Eigentum vom Land Berlin, sind die dann sozusagen übergegangen. Ja. Und teilweise dann eben auch oder zurückgeführt in Privathand, wenn es ein privater Eigentümer vorher war oder so. Die haben ihre Häuser dann auch zurückgekriegt. Okay. Aber wenn ihr durch Städtchen geht, seht ihr oft die Schilder auch. Hm. Ne, hier wohnte Rothewohl und so, das ist noch an den Häusern dran. Und das muss auch dran bleiben. Und wer wohnt heute hier? Na, entweder die früheren Besitzer oder sie haben auch vermietet. Unterschiedlich, aber... Also Pankow jetzt, Bezirk Pankow hat hier auch Der Bezirk Pankow hat nur diese Liegenschaft hier, die Stille Straße 10. Ach, nur dieses eine Haus? Nur dieses eine Haus. Alles andere ist auch privatisiert und viele der kleinen Häuschen sind auch abgerissen worden, Grundstück verkauft und dann ist eben sowas entstanden wie hier, überall diese weißen Häuser mit den fetten Autos vor der Tür. So dass wir durchaus sagen können, dass hier ist fast nur noch Leute mit Eigentum, mit den neu gebauten Häusern und Botschaften. Mhm. Und inmitten dieser Zusammenhänge gibt es ein Haus, was nicht saniert ist und was dem Land Berlin gehört und auch noch von Senioren genutzt wird. Ja, unvorstellbar. Ja. Ja, so, und da muss man sich natürlich, wenn man Land Berlin ist und unbedingt Geld braucht, natürlich Gedanken machen, wie man hier irgendwie die Hütte endlich mal zum Verkauf kriegt. So. Und es ist natürlich bezeichnend, dass also als das Kulturamt hier raus ist, hat damals das Pankower Bezirksamt entschieden, dass in dieses Haus eine Seniorenbegegnungsstätte reinkommt. Es war ja auch es waren nach der Wende viele Leute arbeitslos oder sind in Vorruhestand gegangen. Eine hohe Anzahl von Vorruheständler gab es hier und die wurden auch angesprochen, ob sie interessiert sind, sich hier zu treffen und gemeinsam was zu machen. Und so ist das entstanden. Mhm. Und die Leute, die hier drin sind schon 20 Jahre hier drin. Ja. Denen hat damals Pankow das Haus zur Verfügung gestellt. Mhm. Na, also ist jetzt überhaupt gar nicht einzusehen, dass nach 20 Jahren sie nun raus sollen. Ne? Und es ist ja so, wenn das ist ja zum 30.06. ist ja der Haushaltsbeschluss von Pankow, die Schließung. Mhm. Also wir sind ja seit 1.07. sind die Senioren ja hier sozusagen als Besetzer illegal im Haus.
Wenn, dann soll das ja an den Liegenschaftsfonds übertragen werden. Und wenn der das verkauft, bekommt der Bezirk 20% vom Verkaufserlös. Und da Pankow hoch verschuldet ist, fließt natürlich diese Erlössumme in, zum Abbau des Schulden, der Schuldenberges. Sodass also kein Pankower oder irgendwer irgendwas davon hat. Ja. Und eigenartigerweise, also das Städtchen war früher nicht, zu DDR-Zeiten nicht zugänglich. Ja. Und jetzt? Jetzt können die Pankower hier auch nicht bauen, jedenfalls nicht die mit normalen Einkommen. Das sind ganz andere, die jetzt hier bauen und herziehen. Also Hochverdrängung. Also die Pankower sind hier eigentlich ausgesperrt. Mieten können sie hier nicht und wenn sie die Mieten hoch, wir haben hier überhaupt jetzt im Städtchen, zurzeit sind die höchsten Immobilienpreise für den Quadratmeter überhaupt. Wer hier baut, kriegt jeden Kredit der Welt. Und wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht irgendwann nächstes Jahr die Flugzeuge nicht mehr fliegen, dann ist das hier wirklich ein super Grundstück für das Land Berlin. Ja. Damals waren die Pankow ausgesperrt. Jetzt sind sie eigentlich auch ausgesperrt, weil sie ja auch nichts mehr bezahlen können und hier nicht mehr leben und wohnen können, weil sie, es ist nicht mehr möglich. Es ist eine andere Art von Aussperrung, aber sie sind auch verdrängt. Aber ihr habt jetzt hier auch sehr viel internationalen Besuch, habe ich gehört. Ja, inzwischen weiß ich jetzt nicht. Also ich kriege ja manches gar nicht mit. Wir haben ja eine Liste, da tragen sich die Journalisten ein, wenn sie kommen, aber als ich jetzt die letzten Tage, also wir hatten sozusagen aus Madrid, eine Zeitung aus Madrid war da, dann eine italienische, eine tschechische, eine polnische, heute war aus Moskau jemand da, eine aus dem Iran, die haben sich angemeldet, die kommen und also es ist wirklich offenbar ganz einmalig, dass die Alten hier so, dass die, das ist wahrscheinlich weltweit nicht fassbar, dass es hier alte Menschen gibt, die sich sowas trauen und die sagen, also wir wollen auch noch was vom Leben haben und wir lassen nicht zu, dass er uns jetzt hier unser zweites Wohnzimmer wegnimmt. Ja, für Geld, von dem keiner was hat. Und es, also, ist ja richtig Treffpunkt auch, ja, ne, für viele wichtig, ja, die hier ihre Aktivität. Es sind 320 Menschen, die in der Woche hierher kommen. Und die haben sich in verschiedenen Gruppen organisiert. Es sind 29 verschiedene Gruppen. Ja? Also die machen Gedächtnistraining, die machen Englischkurs, Spanischkurs, Französischkurs, die machen Stuhlgymnastik, die haben eine Mal- und Zeichengruppe, die haben eine Singegruppe. Also die sind richtig aktiv. Ja, die, und für die ist so ein, wenn sie zweimal in der Woche hier sind, ist das für die ein totales Erlebnis, ja. Und die Altersspanne geht von 69 bis 96 vom Alter her, ja. Und Turngruppen haben wir 11 Gymnastikgruppen, ja. Und in der einen Gruppe ist der einzige Mann, ist ein Mann drin, der ist 96 und der macht Gymnastik jeden Donnerstag, jede Woche mit 30 Frauen. Also, ja, das ist irgendwie das Leben auch, ne? Aber sag mir mal bitte noch, und das ist ja tatsächlich, also du hast es ja selber eben doch gerade beschrieben, das internationale Interesse, eben weil es so ungewöhnlich ist. Sag mir mal, warum machen diese alten Leutchen das? Wie sind die drauf gekommen zu sagen, so, jetzt haben wir die Nase voll, jetzt besetzen wir? Also die Seniorinnen und Senioren haben alle parlamentarischen Möglichkeiten, die machbar sind, auf Bezirksebene in Berlin ausgeschöpft. Es gab mehrere Anträge in der BVV. Es gab mündliche Anfragen. Es gab große Anfragen. Also alles, was nur erdenklich möglich war. Sie waren in verschiedenen Ausschusssitzungen. Sie haben immer wieder deutlich gemacht, dass sie hier nicht nachgeben und darum kämpfen. Also mehr ging nicht mehr. Aber die meisten Leute geben ja dann auf, wenn das halt nicht geht, dann geben sie halt auf und gehen weg. Warum haben die hier gesagt, so lassen wir uns nicht bieten, wir kämpfen? Das ist hier eine ganz tolle Truppe, muss ich dazu sagen. Ja. Und an dem 29.06. haben wir darüber beraten. Sie hatten eine Einladung bei der Bezirksstadträtin am 1.07. in ihr Büro. Und da haben die überlegt, was wird sie uns da sagen? Wird sie uns sagen, es geht weiter oder vielleicht auch nicht und so? Und wir sind dann alle zusammen zu der Erkenntnis gekommen, sie kann ja nichts anderes sagen, als die Schließung zu begründen, weil es gibt ja einen BVV-Beschluss und einen Bezirksamtsbeschluss. Sie kann ja gar nichts anderes sagen, außer dass sie den Senioren eine Tasse Kaffee anbietet und sie beschwichtigt. Und da haben dann die Senioren entschieden, naja, dann gehen wir da nicht hin.
Und dann bleibt ja nur eine Möglichkeit, das ist ja der 1.7., am 30.6. ist ja der Schließungstermin, bleibt nur die Möglichkeit, es zu besetzen. Und der Clubrat, der hier existiert, der ist ja ein gewähltes Gremium von allen, sind ja 320 Leute hier, die haben sich einen Clubrat gewählt, ist kein Verein, das ist so, ne? Und dann hat der Clubrat den Beschluss gefasst, wir besetzen. Und zu diesem Besetzungstermin haben die dann die ganzen Liegen abgeholt von allen zu Hause, weil die hatten alle auf ihren Gärten, Datschen und so, hatten die ja ihre Liegen noch. Und da haben die das organisiert, dass die Liegen alle rangeholt wurden. Und die wurden dann 13 Uhr, als hier die Besetzung war, haben sie dann das Auto abgeladen mit den Liegen. Und dann hieß es auch, dass sie eben sozusagen nicht ausziehen, sondern einziehen. Ja, super. Und ja. Die Unterstützung aus anderen Berliner Bezirken, wie sieht die aus? Die ist riesig. Riesig. Also ganz aktiv Kreuzberg, Neukölln. Das hat was mit den sozialen Zusammenhängen ganz sicher zu tun und mit den Problemlagen. Ne? Und die Menschen sind wahrscheinlich auch etwas anders. Dann waren die Leute aus Stadtteilinitiative aus Altreptow da, also von überall her. Ja, gestern waren junge Leute aus Potsdam, die ein Haus dort besetzen. Die sind da gewesen, ne? Und die haben uns dann hier einige Sachen repariert, weil der Boiler war kaputt. Und der Hausmeister hat behauptet, der sei kaputt. Und in Wirklichkeit war der total ganz. Und die Hausbesetzer aus Potsdam haben uns hier den Boiler wieder zum Laufen gebracht. Super. Ja, und es sind so kleine Geschichten. Da kommen, und der Wedding ist auch stark. Wedding und Reinickendorf, die Leute auch. Da kommen so zwei Jungs auf dem Fahrrad. Wir haben sie gefragt, 15, 16 Jahre alt. Die haben auf ihrem Fahrrad so eine große Kuchenform gehabt, ja, so. Und ich habe gesagt, ja, sie haben das also im Internet gelesen und sie haben einen Kuchen gebacken, so ein Blechkuchen, ja, so eine Blechform, ne, wir haben Kuchen gebacken und haben mit Lebensmittelfarbe dann draufgeschrieben, wir bleiben alle in Pankow und überall. Ja, und brachten das nun hierher, ne, und waren so stolz, dass sie hier den Kuchen da selber gebacken hatten und es war so, also es sind so, ne, oder es kommen junge Mädels an, die sind 12, 13 gewesen, die hatten noch die Zahnspange, ne, so, wir wollen auch was tun, was können wir denn tun, können wir nicht den Zaun streichen? So, und eine Stunde später kommt der Malermeister, der hier um die Ecke wohnt, und der sagt, wenn er mehr Hilfe braucht, ich komme, ich mache das alles ohne Geld, ich helfe euch beim Streichen. So, ne? Oder ein Fuhrbetrieb ruft an, wenn ich euch was transportieren soll, sagt Bescheid, ruft an, ich mache das für euch. Super. Oder ein Arzt aus Buch kommt hierher und sagt, ich wollte mal gucken, wie es euch allen geht. Ja, und wenn ihr Hilfe braucht, ruft mich an, ich komme dann rum. Eine Physiotherapeutin, das Deutsche Rote Kreuz, kommt abends um 10 hierher, um zu gucken, ob es den Rentnern gut geht. Ja, also es ist einfach fantastisch, ja. Und wie wird es weitergehen? Also jetzt warten wir erstmal auf die auf weitere Entscheidungen des Bezirksamtes. Denn morgen ist der Bürgermeister aus dem Urlaub zurück, auf den warten alle. Vorher wollte keiner irgendwas entscheiden. Schauen wir mal, was der entscheidet. Wissen wir nicht. Und wenn ich sozusagen die BVV betrachte, dann ist die nächste Sitzung nach der Sommerpause am 29. August. Da wird es auf jeden Fall nochmal behandelt. Und bis dahin sind die darauf eingestellt, hier erstmal weiterzubleiben. Und das zieht auch jetzt Kreise, dass also viele, viele Mieterinitiativen, auch aus dem Prenzlauer Berg, die sagen, wollen wir nicht uns zusammenschließen und bei dieser BVV sozusagen zu dritt oder zu viert da eine gemeinsame Sache machen, oder die Jugendfreizeiteinrichtungen, ganz fantastisch, ja. Die kommunizieren auch untereinander, sind E-Mail-Verteiler untereinander vernetzt und kommen hier an und fragen, was braucht ihr, was soll man euch bringen, und wollen Plakate jetzt auch machen, in der Stadt verteilen. Und heute waren Künstler da, fünf Bands, die wollen ein Solli-Konzert im Ernst-Thälmann-Park in der Wabe organisieren im August. Also das ist einfach toll, ja. Ach so, dann habe ich jetzt hier einmal zu viel. Doch, ich möchte bitte noch was sagen.